Guten Morgen. Hallo. Falcon hatte auch was geschickt. Ich habe meinen Hausschuh verloren. Wo ist mein Hausschuh? Hallo? Das gibt's doch nicht. Bei der Fußrolle vielleicht? Nein, ich hab drauf gesessen. Dann gucken wir mal, was wir machen. Ob ich schönes Footage für Falcons Alert finde. Der hätte nämlich gerne einen Phönixflug. Und jetzt gucken wir nochmal in das Skript, was er da geschickt hat. Ich dachte mir für den Anfang, dass ein Falkenkopf rechts beim Bildschirm reinschaut, mit dem Schnabel auf den Bildschirm klopft und wieder verschwindet. Nach einer kurzen Pause, 1 bis 2 Sekunden, schaut er von unten beim Bildschirm raus und hüpft in den Bildschirm, sodass er unten am Screen steht. Danach breitet er seine Flügel aus und geht dabei in Flammen auf. Im Anschluss fliegt er nach oben aus dem Bild. Wieder nach einer kurzen Pause fliegt der brennende Falke von rechts nach links durchs Bild und fängt dann etwa nach einem Viertel oder einem Drittel an Feuer zu speien. Während des Feuerspeins lässt er einen Schrei los. Das Feuer schreibt dann das Wort Burning in Flammen. Kurz nachdem der Falke das Bild links verlassen hat, kommt Punkt 5 noch einmal spiegelverkehrt und das Wort Falcon steht in Flammen. Zum Abschluss kommt der Falke von oberhalb des Bildschirms weit weg auf die Zuschauer zu und fängt wieder an Feuer zu speien. Auch hier wieder ein Schrei, bis das ganze Bild in Flammen aufgeht. Also das hier kommt einem brennenden Falken schon recht nah. Aber da fehlt halt der gesamte Rest der Animation. Aber möglicherweise kriegen wir das hier mit dem Footage hin. Das können wir gebrauchen für seitlich durchs Bild fliegen. Wir bräuchten jetzt halt noch einmal auf die Kamera zu und den Start. Na, guck da auch mal in die Kamera. Ja, das ist gut. Und da hätten wir sogar das Klopfen. Also an die Scheibe, er macht nämlich immer so... Das ist natürlich ein sehr schön ebenmäßiger Hintergrund. Wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, gehe ich nicht von aus, weil das Gefieder hier auch sehr hell ist, kann ich einfach einen Color Key draufpacken. Aber der Schnabel geht ein bisschen verloren. Hier ist er transparent. Und wenn er nach vorne guckt, ist er auch transparent. Aber prinzipiell sieht das schon sehr gut aus. Musst du das jetzt Frame für Frame freischneiden oder wie läuft das jetzt? Nee, zum Glück nicht. So war das früher. Da war der Prozess von Rotoscoping. Es kann mir trotzdem passieren, dass ich einzelne Frames nachbearbeiten muss. Aber früher hast du für jeden Frame die Maske händisch gezogen. Das nimmt After Effects für dich ab. Es kommt aber ganz krass auf dein Footage drauf an, wie gut das funktioniert. Hier ist es jetzt sehr dankbar, weil der Falke von einem sehr ebenmäßigen Hintergrund sitzt. Aber so die Feinheiten hier im Gefieder, da hört es halt schnell auf. Und da werde ich einen Kompromiss eingehen und hier halt ein bisschen was vom Gefieder wegnehmen müssen. Das Heavy Lifting, die zeitfressende Arbeit, jetzt alles von Hand zu maskieren, ist zumindest bei so gutem Footage nicht notwendig. Wie After Effects jetzt dabei ist, sich die Maske zu errechnen, tue ich euch jetzt nicht mehr an. Das kann der Rechner mal schön im Hintergrund machen. Ich danke für den gemütlichen Vormittagsström. Guten Morgen. Was steht heute an? Wir machen ein bisschen Begrüßungsalerts weiter und ich krieg noch eine Bohne. Toter Fisch oder... Oh, das ist auch nicht mehr da. Kokosnuss, verdorbene Milch? Das ist die Milch. Warum kann ich nicht Kokos sein? Ach was. Jetzt haltet euch fest. Ganz unten in dem Word-Dokument hat Falcon Links für fertige Animationen angepinnt. Ich bin nämlich gerade hier so die Referenzbilder durchgegangen. Er hat hier nach der ganzen Beschreibung, hier hat er beschrieben, wie er es gerne haben möchte. Scroll so durch und sieh hier, Moment, da geht's ja noch weiter. Das ist genau das, was wir eigentlich gebraucht haben. Ich habe doch ewig nach gescheitem Footage gesucht. Hier haben wir's. Da haben wir Dienstagmorgen aufgehört. Diesen Falken, da ist noch der Schrei. Der Schrei des Falken, den er gerne dazu hätte. Falkenkopf rechts beim Bild reinschaut, mit dem Schnabel auf den Bildschirm klopft und wieder verschwindet. Das sollte relativ easy peasy sein, aber dafür werden wir ihn spiegeln. Vielleicht so von der Größe her.
Dann braucht er 2 Sekunden, um ins Bild zu kommen. Ja, das sieht vom Timing her gut aus. Und verschwindet dann wieder. So, er macht seinen Klopf. Bonk. Und hier verschwindet er wieder. Wir schnappen uns die Keyframes, setzen das Timing auf 1 Sekunde runter und kehren die Keyframes um. Wir brauchen einen Bonk. Der ist eigentlich nicht schlecht. So, jetzt müssen wir noch das richtige Timing finden. Wir brauchen jetzt nur gucken. Da ist er am weitesten vorne. Ja. Jetzt müssen wir das außer mit dem Geräusch noch ein bisschen auch visuell betonen, dass der Falke da an die Scheibe kloppt. Wie machen wir das? Mit einem Kamerawackeln. Utilities. Kamera Schacke. Shake Amount. 20. Frequency 12. Scale Footage 100. Deswegen lief das so langsam. Nein, ich habe es noch nicht rausgerendert. Er zieht die Maske noch in Echtzeit. Deswegen war das so langsam. Wahrscheinlich liegt es am Rotobrush. Wir schmeißen den Adjustment Layer nochmal raus und rendern das fix. Wir machen eine neue Komposition in 1920 x 1080 Pixeln, 30 Frames, 30 Sekunden. Und jetzt probieren wir das nochmal. Wir holen einen Adjustment Layer rein. Camera Shake. Ah, jetzt ja. Da schießt das Völkli einmal durchs Bild fliegend. Da schießt das Völkli auch durchs Bild fliegend. Nochmal durchs Bild. Ja, man von vorne. Dann lassen wir ihn einfach aus der unteren Bildhälfte emporsteigen. So, was macht er denn als erstes? Dann schaut er von unten vor dem Screensheet. Ja, das kriegen wir nicht hin. Danach breitet er seine Flügel aus und geht dabei in Flammen auf. Danach fliegt er nach oben aus dem Bild. Das können wir machen. Wir lassen hier mal so einen kurzen Moment, wo er im Bild stehen bleibt. Und dann fliegt er hier nach oben aus dem Bild raus. So, und jetzt ist die Frage, wie lösen wir die Flammen? Ich würde es ja gerne über eine Partikelsimulation machen. Die Frage ist, will ich mir das antun? Wir gucken mal, wie die Easy-Variante aussieht. Wenn die Easy-Variante gut aussieht, erspare ich mir die sicherlich geiler aussehende, aber intensivere Partikelvariante. Hä? Warum ist der eine schneller als der andere? Wie geht das? Okay, ich sehe schon. Die Easy-Variante birgt ihre Tücken. Prinzipiell sieht das gar nicht schlecht aus, aber warum ist es nicht deckungsgleich? Es sieht düster danach aus, als würde mir gar nichts anderes übrig bleiben, als es mit der Partikelsimulation zu machen, weil das gibt einfach keinen Sinn. Es ist dupliziert. Sie haben exakt die gleiche Position. Guckst du hier, sonst hätte er ja nicht schon automatisch die Bewegung mit drin. Ich habe eine Idee, wie wir dem Fehler vorbeugen können. Wir pre-composen das Ganze. Ich glaube nämlich, dass es daran liegt, dass das gescaltes 4K-Footage ist. Wir haben pre-composed und jetzt schauen wir mal. Ja, es lag am Scaling. Über Difference hatten wir es verblendet. Und schon haben wir da einen brennenden Fall. Jetzt schauen wir mal, kriegen wir die Flammen noch ein bisschen lodernder hin? So, von der Färbung her geht das schon klar. Das sieht ganz gut aus. Jetzt brauchen wir noch den Übergang, wo er sich entzündet. Und das machen wir, wenn er hier in der Luft stehen bleibt. Mit einem einfachen Deckungskraftübergang komme ich hier nicht davon. Das müssen wir mit einer Trackmat machen, dass das ein bisschen dynamisch aussieht. So als würde das Feuer vom Vogel erwachsen. Bis gleich. Es wird jetzt lauter. The
gucken wir mal, dass wir das hier noch ein bisschen besser geordnet bekommen. Weil an sich funktioniert der Übergang schon nicht schlecht. Ein bisschen können wir noch am Timing arbeiten. Aber hier ist mir noch zu viel Gefransel drumherum. Wir gehen auf jeden Fall hin und verzerren das noch ein bisschen krasser. Geben wir her, weil an sich braucht der keinen extra Glow. Der strahlt so schon genug. Wir packen trotzdem einen drüber, um den Übergang hier nochmal ein bisschen mehr zu betonen. Die entstehenden Flämmchen besser zu betonen. Geht er denn hier in der Sequenz weiter? So, er schwebt hoch, fliegt der brennende Falke von rechts nach links durchs Bild und fängt nach einem Viertel oder einem Drittel an Feuer zu speien. Während des Feuerspeins lässt er einen Schrei los. Falke fliegt von rechts nach links, dann ist, glaube ich, von links nach rechts. Dann brauchen wir uns eigentlich nur die beiden hier, beziehungsweise die drei. Wir precomposen das. Können wir nämlich hergehen, zurechtschneiden, duplizieren und sagen hier, bitte einmal transformieren und herumflippen. Schon fliegt der Gute von links nach rechts. Wir nehmen hier vorne die beiden Freunde, kopieren sie hier hinten ein. Dann schnappen wir uns meine V1. Ich packe mal direkt hier dran.
Feini. Looking good. Ihr Lieben, ich danke euch für den gemütlichen Morgenström.